So, und hier, wie versprochen, gibt es noch eine Überraschung. Ich drehe mich mal um und ihr werdet gleich sehen, um was es sich handelt. Tada! Hier sind 3D-Drucker. Ja? Hier werden Gegenstände gedruckt, ja? Die dreidimensional sind. Ja? Und ja, da gibt es auch ganz viele interessante Sachen. Ja? Yeah, these are the 3D printers that we use to manufacture things. It's related to the house and to the philosophy that we have here. In the sense that it helps the decentralization, and in this case it's decentralization of manufacturing. Mm-hmm. So anyone can buy a 3D printer like this and have it at home, and then you can download 3D models on the internet. There's a big community of people who create models. Big community around 3D printing. So, it's another exciting thing. Ja, also die Idee ist, dass man die Herstellung von Gegenständen dezentralisiert. Ja? Dass nicht jemand ganz Reiches eine riesen Fabrik hat und dort werden die Dinge hergestellt, sondern dass jeder Mensch etwas herstellen kann, ja. Also man kann sich entweder so einen 3D-Drucker kaufen oder man kann sich auch einen 3D-Drucker mieten hier. Und es gibt eine große Gemeinschaft von Menschen, die 3D-Modelle machen für den 3D-Drucker. Ja, übers Internet werden dann diese Modelle verbreitet. Also ich habe jetzt vielleicht eine Idee für einen Stift, ja. Ich erstelle das Design des Stiftes und teile die Datei mit allen möglichen Menschen im Internet und dann können diese Menschen diese Datei sich runterladen und sie ausdrucken. Aber es werden nicht nur Stifte gedruckt, sondern ganz viele interessante Dinge. Und ja, ich denke, wir werden uns auch mal anschauen, was so alles gedruckt wird. Ja? Let's look at all the things, all the cool things that are being printed. Yeah, we print prototypes for people who work on a project and they need a part that is very unique. And now you can see the masks. It's also another thing that we do is, we can print masks and it's very beautiful things. Toys in a way. Yeah. Ja, also oft werden die 3D-Drucker dafür benutzt, Prototypen auszudrucken. Ja, also wenn jemand etwas herstellen möchte und ganz viel von etwas herstellen möchte, dann macht er erstmal einen Prototyp, um zu schauen, wie es aussieht und so weiter. Und diese werden hier gedruckt. Also hier werden viele Dinge gedruckt, die auch wirklich, also nicht nur ästhetisch sind, sondern auch einen konkreten Nutzen haben. Aber natürlich werden auch viele Spielzeuge, sage ich mal, ausgedrückt. Viele coole Dinge, die sich sehr gut zur Dekoration einigen oder die sich sehr gut zur Dekoration eignen. Oder auch solche Dinge wie hier die Masken von Iron Man und einem Stormtrooper, von der Sturmtruppe aus Star Wars und solche Dinge, ja. Sehr spannend, ja. Yeah. So also we can see here, you can see like a small models that we make, beautiful things for marketing, buttons. It's very much up to your imagination. Ja, man kann, also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann alles Mögliche ausdrucken. Hier zum Beispiel Figürchen oder auch, wie Andre meinte, für Marketingzwecke. Vielleicht so ein Bitcoin-Symbol. Die sind hier ganz toll. So ein Bitcoin. Oder ja, auch etwas für Weihnachten. Die sehen ja aus wie Engel. Ja. Allmöglicher Schnickschnack, würden wir sagen, im Deutschen. Allmöglicher Schnickschnack. This is a very interesting thing. This is the President of the Czech Republic himself. Der Präsident der Tschechischen Republik als Schwein. Also man kann auch sehr
ja, zu Parodiezwecken. Oder auch, wenn man jemanden mag. Also hier ist zum Beispiel eine Büste von Ludwig von Mises. Wer ist das hier? This is my coworker. Achso. So, yeah. So one thing we do is we scan people and we can manufacture their bust. Ja, also man kann auch seine Freunde ausdrucken lassen. Also das ist hier jemand, der hier arbeitet. Ja. Yeah. This is the 3D printing lab. This is pretty much all we do in Parallel Plus. I would like to invite you to Hackers Congress. That's happens every year. It's a regular event where you can hear about all the topics that we do here in Paralympics. Everything that is related to Bitcoin, cryptography, technology, anarchy, political activism, art, happens every autumn, every year. Ja, also André meint gerade, jeden Herbst gibt es den Hacker-Kongress und dort kann man ganz viel lernen darüber, was hier so geschieht, über ja, Computer, Kryptographie, Hacking, Anarchie, 3D-Druck und all sowas. Ja. Und ja, natürlich kann man auch jederzeit hier vorbeikommen im Café. Also seid eingeladen. Ja. Also kommt hier ruhig mal vorbei in Prag im Parallelni Police und auf den Hacker-Kongress im Herbst. Ja. Now let's go back to the coffee, to the cafe. The coffee is really good and I very recommend it. Okay, wir gehen jetzt zurück zum Café und André meint, der Kaffee ist sehr, sehr lecker. Ja, es ist sehr, sehr gut. Okay, bis gleich. Tschüss.